Was ist die Triera? Pessimismus. Pessimismus, Sachen zu sehen und pessimistisch auf sie zu reagieren. Warum ist das schlecht? Warum hat er das verboten? Weil es den Menschen von seinen Zielen abhält, weil es ihn blockiert. Aber er hat den Fa'al nicht verboten. Er sagt, wa kana yu'jibuhu al-fa'al. Und der Fa'al hat ihm gefallen. Al-Fa'al ist optimistisch sein, wenn man Sachen sieht oder hört. Und das, was man ein gutes Omen nennt. Den guten Omen hat er nicht verboten. Auch wenn gute Omen nichts bewirken, genau wie schlechte Omen keinen Einfluss auf die Abläufe der Geschehnisse haben. Du siehst eine schwarze Katze, hat das irgendeine Auswirkung auf das, ja, auf die Geschehnisse dieser Welt? Hat keine Auswirkung. Aber trotzdem hat es verboten. Warum? Weil es den Menschen blockiert. Es hält ihn von Handlungen ab, die er vielleicht tun sollte oder muss, die besser für ihn werden. Er will eine Reise vornehmen und sieht dann auf einmal fliegt ein Vogel von rechts nach links. Das war der Pessimismus der Araber übrigens. Und dann sagt er hier, geh wieder zurück nach Hause. Das ist ein schlechtes Omen. Vielleicht wäre diese Reise sehr wichtig für ihn gewesen. Vielleicht wäre sie vom Vorteil für ihn, für seine Familie, für seine Nation, für sein Volk. Der Fa'al bewirkt ebenfalls nichts. Das ist das Gegenteil von der Tira. Dass du hörst, wie jemand, du bist krank. Und jemand sagt, wo ist der Gesunde? Und dann, du hörst das und du weißt, dass du damit gemeint bist. Und du machst dir dann Hoffnung daraus, weil du etwas Positives gehört hast. Dass er das gesagt hat, wird er auch nichts an der Sache ändern. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Form der Omen nicht verboten. Warum? Weil sie den Menschen aufheitern, weil sie ihn motivieren, weil sie ihn bewegen. Ja. Das nennt man Al-Fa'al. Deswegen übrigens nennen die, den Fa'al gibt es auch in der Sprache. Also diese positiven Omen, guten Omen oder dieser Optimismus, ich nenne es mal so, ist auch in der arabischen Sprache verankert. Wisst ihr, jemand, der von einem giftigen Tier gestochen wurde, wisst ihr, wie man ihn im Arabischen nennt? Salim. Wisst ihr, was Salim heißt? Eigentlich, Salim ist jemand, der unversehrt ist, der Gesunde, wie Sahih. Eine große Wüste, die Wüste, in der man sich verirren kann und zugrunde gehen kann. Wisst ihr, wie man sie nennt in der arabischen Sprache? Mafaza. Mafaza ist eigentlich Ort des Glücks, Ort des, wie heißt es, Ort des Sieges. Das ist einfach Optimismus. Das hat wirklich Einfluss auf den Menschen, Sachen zu hören. Manchmal hört man Sachen, beispielsweise du hörst ein Lob von jemandem. Du hörst ein Lob von jemandem, Aufheiterung, und das motiviert dich tatsächlich. Genau das Gegenteil bewirkt das Gegenteil. Manchmal hört man Worte von Menschen, die negative Aussagen über dich, über deine Fähigkeiten, ziehen dich wirklich runter.